So, liebe Gläubige, wir sind... Von Fans zu Freunden zu Gläubigen. Ja, so ist das. Das ist die natürliche Evolution. Wir sind im Kampf mit der Familie Ashina. Das ein ist ein Generationenkampf. So ein bisschen, ich würde sagen, die Matroschka-Puppe unter den Samurai-Familien. Das ist so eine Familienfehde. Aber die hätte dann auf einmal durchgezogen wird und nicht über mehrere Jahre. Ich glaube, das ist bei denen aber auch so ein Ding, wie die halt immer im öffentlichen Nahverkehr bescheißen. Also da kauft halt einer eine Streifenkarte, aber eigentlich fährt da die ganze Familie mit. Ja, das ist nicht ganz geheuer mit denen. Den Untergang von Ashina verhindern. Ob sie dann auch so wechseln? So bei so Sachen, wenn es so einen Seniorenrabatt gibt, dass er dann in den Opa geht. Das? Ich dachte, der wäre schon viel kaputter. Der war ja auch schon fast kaputt. Ja, also diese Auferstehung, die kann man ja quasi auch immer benutzen. Kann man schon mal. Das kriegt man ja dann eigentlich im Zweifel wieder. Korrekt. Spack hast auch gleich. Der alte Spack. Nein. Ah, das hättest du machen. Das war der Mikiri gewesen. Das... Das ist bei denen bestimmt auch so. Wenn die ins Kino in so Filme für Erwachsene rein wollen, dann sind da zwei kleine Ashinas in so einem Trenchcoat, der aussieht wie der Opa. Damit die in den Spätfilm kommen. Oh Mann. Ja, das ist halt hier, kriegt man die Spartipps. Ich sage, das Spiel mitten aus dem Leben. Die Ashina-Familie ist echt so. Ashina zum Ruhm. Kein Wunder, dass das Innenministerium da einschreitet. Ist da alles Betrug bei den Ashinas. Wieso? Was denn da immer? Ja, das war jetzt eigentlich, dachte ich, jetzt richtig gemacht, aber habe ich es offenbar nicht. Wieso bin ich denn eigentlich da mal sofort tot? War ich schon so angeschlagen? Ja. Ja, das ist es. Deine Kraft. Dann blocke ich diese Kombo-Verhältnismäßig schlecht, kann das sein? Geht so. Ich glaube, so ganz perfekt blockst du sie nicht. Oder verlieren. Wie bin ich da? Entkommen. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Weil dieser Sprung hast du so ziemlich viel, wenn das war. Ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Tschüss. Ja, das sind so Phasen, ne? Das ist auch so, das ist halt so ein bisschen... Das muss man manchmal fühlen, manchmal nicht zu lang, aber jetzt mal so... Man darf auch manchmal zweimal so reinrennen und dafür auf die Fresse bekommen. Dafür ist man danach dann konzentriert. Ich wünschte mir jetzt gerade übrigens diese Funktion aus, die so in Mario-Spiele reinkommt oder in manchen Mario-Spielen drin ist und die auch in diesen Remakes jetzt von dem alten Aladdin so drin ist. So ein Autoplay. Dass das Spiel sich einfach mal so viel von selbst spielt, wenn man mal gucken kann. Sehr gut. Das ist ja praktisch das Let's Play. Bloß irgendwann muss es halt machen. Manchmal muss die CPU machen oder halt wir. Jetzt macht er den, genau. Das warum? Macht er immer danach. Das macht er immer ja, danach. Aber warum hat er eigentlich den Handklauen bald Stick weg? Und ja. Okay, na dann. Weiß ich auch nicht. Sieht aus, als würdest du halt dann nicht das Richtige machen, halt eben nicht den Mikiri konnte. Ja, mal das Richtige. Das ist ja schon öfter gekommen, den Rat. Ja. Komm, es hat geklappt, obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre mehr so in der Bewegung. Kann man den Opa irgendwie... Ich würde doch gerade sagen, das ist auch schon. Der ist doch da drin. Das kann auch nicht so gut sein. Sekiro. Vor allem, wie sauber auch sein Anzug ist. Also das stimmt doch alles irgendwie nicht. Das ist so ein Zaubertrick. Na, ich hab eigentlich gedacht, ich hätte gedrückt, aber... Das kann man nicht täuschen. Einer hat gedrückt. Okay. Ah ja. Er lehrt mich Moris.
Komplett dich? Das hätte ich eigentlich ahnen können, dass das passiert. Er lehrt mich Moris. Ich werde dich Moris lehren. Das habe ich noch nie gehört. Das hat so, ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen. Ich habe mich aus dem Kontext auch erschlossen, aber ich habe das leider nie gehört. Moris? Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Okay. Kannst du ja in der Zwischenzeit mal googeln, wenn du mir nicht glaubst. Ich glaub dir schon. Das hast du schon mal Quatsch erzählt. Ja. Ich führe Ashina zum Ruhm. Das Einzige, was den Ashinas nicht geklappt hat, ist, diesen einmal dachten sie, sie fahren jetzt ins Büro in dieser Carpool-Lane und dann sind sie aber rausgezogen worden und dann wollten ihnen das aber auch nicht glauben, dass da eigentlich jetzt vier im Auto sind. Achtung, okay. Schau mal, warum ist das so? Ich hab den Finger weg von dem Stick, irgendwas stimmt da nicht. Ich hab keine Ahnung, was du da drückst. Brauchen das manche Streamer haben das ja so. Weil gerade so Skill-Prompts eingeblendet werden. Genau, dass wir halt dann noch so ein Gamepad eingeblendet haben, wo man genau sieht, was er gedrückt hat. Dann kann man es nicht immer dann auch gleich. Ja. Kann ich mir gleich sagen. Ja, hier, guck, wie der Fritz, der sich aufgeregt hat. Oder wirklich, der war voll angepisst. Er hat unsere Quicktime-Event dann verdoppelt. Wir haben Man of Medan gespielt. Und in der fünften Folge oder so. Das hat sich immer schon voll geärgert, dass das Spiel so ruckelt. Und es ruckelt auch. Aber mich hat es nicht so sehr gestört. Aber mich hat es voll genervt. Ja. Und dann gab es halt ein Quicktime-Event, wo dann ein Charakter stirbt. Und er hat sich halt voll aufgeregt, weil er halt die ganze Zeit meinte, er hätte den Knopf gedrückt. Und durch das Ruckeln hätte der Spieler halt das nicht rechtzeitig erkannt. Dann hat das Spiel die Aufnahme noch angeguckt, hat auf den falschen Knopf gedrückt halt. Aber er hat sich halt, seit der originale halbe Stunde hat er noch voll immer ganz vor sich hingeschimpft. Das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Dass man sich immer im Spiel immer so, dass man so schimpft beim Spielen. Ich persönlich, man nennt mich Zen Michi. Der Stein ist gut. Das bringt immer so eine kleine. Wie haben wir da so drin gewählt? So ein Comic Relief, hat auch so ein bisschen zwischendurch. Das tut allen gut hier, glaube ich. Das heißt aber doch, dass der die ganze Zeit eigentlich von seinem rachsüchtigen Urgroßvater besessen ward. Das weiß man ja nicht, inwiefern, ob der da drin jetzt eher dann so geschlafen hat, wie das alte Menschen ja auch ganz gerne mal machen. Oder, weißt du, wie viel hat er denn da auf den Einfluss genommen? Das lässt sich jetzt ja schwer beurteilen, danach heile ich gleich mal. Da riecht das. Lass mal die Haltung aufbauen. Da drückt man jetzt das Leben dann schon. Leben, der erst verloren hat. Er hat das Nasenhaar gestutzt, aber sonst auch nicht viel mehr. Das war auch notwendig. Ich will hier von dem Rand weg. Den Trick kenne ich. Den alten Randtrick. Soll ich denn schon wieder so wenig leben? Das stimmt. Überzeugen uns das nicht? So musst du das machen. Dann klappt es auch mit dem Ansturm. Ja, vorhin hast du ihn über die Vitalität, über die Haltung bekommen, glaube ich, ne? Weiß ich nicht mehr, kann sein. Das geht schon einigermaßen in der Phase. Dritter Move sogar nach dem Schwert einstecken. Was bewegt ihr sich denn da auch? Wie der Stein weggeflogen ist. Entschuldigung, wenn das einem von euch ins Auge geflogen ist. Gar nicht, wie die Musik ist, ne? Ich kann mich darauf gar nicht konzentrieren so richtig, weil ich so fokussiert bin auf den Kampf. Weil muss ich ja gar nichts machen. Okay. Das war beeindruckend aus, aber nichts gemacht. Ich dachte, der Stein würde mir das Leben retten, aber wieder mal. The Stone did nothing for me. Wieder mal dem falschen Stein vertraut.
Phase 1. Ist hier nicht irgendwo so, weiß ich, so eine Gatling Gun oder so? Zu viel Samurai geschaut. Blast Samurai. Jetzt Schwert, Speer und irgendwie so einen kleinen Revolver. So ein Darmrevolver. Überhaupt noch mal. Hast du Darm oder Darm gesagt? Das. Beides. Würde ich bei dem ja nicht, was der da alles eingepackt hat. Das ist ja lächerlich, oder? Da hat der Fritz auch gestern so einen Lachkrampf bekommen. Da wurde irgendwie am Ende von dem Medan-Kapitel wird immer so was eingeblendet. Irgend so ein komisches. So ein Titel für die einzelnen Spieler, weil die irgendwie Entscheidungen getroffen haben oder irgendwas geschafft haben. Ja. Und beim Fritz stand wieder irgendwas Mieses. Das war jedes Mal, jedes Mal beim Fritz mal irgendwas Mieses, bei mir irgendwas Nettes. Da war wahrscheinlich irgendwas Mieses, bei mir stand irgendwie Herzdoktor oder sowas. Und dann meinte der Fritz irgendwie, er dachte eben, ich breche den Mädels Herzen. Was irgendwie Fragen. Und ich sagte, nee, komm halt mit gebrochenem Herzen zu mir und dann flicke ich sie. Ich werde verstanden, komm mit gebrochenem Herzen zu mir und dann flicke ich sie. Auch nicht so unnaheliegend, so diese Schwächephase auszunutzen. Da kommen die mit gebrochenem Herzen und dann ist ja klar, dann fick ich sie. Ah, ich dachte, ich hätte das noch. Ah. 20 Minuten. Oh Gott. Wir waren so albern gestern. Das ist doch ein Horrorspiel, Martin, bitte. Aber das passt hier. Ja eh zum Spiel. Wir waren so albern, es hat so einen Spaß gemacht. So guck drüber, auch bei Man of Medan, da wird offenbar auch viel geblödelt. Ja, Alter, viel geblödelt. Uiuiui. Und da ist nur einer gestorben. Was ist uns denn jetzt in der zweiten Phase Tolles aufgefallen? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der weniger von diesen mit rotem Zeichen Moves macht und man mehr einfach noch parieren kann, wenn man weiß, wann der Schlag kommt. Du musst eine Menge parieren. Der Speer ist auch überraschend schnell. Also da fuchtet er nicht lange mit rum. Obwohl man eigentlich denken würde, das hat er eine höhere Masse als sein Schwert und auch irgendwie... Es ist das Problem, ich bin noch in der Rückwärts-Taumelbewegung und wenn ich dann drück, dann kriege ich einen in die Fresse. Das heißt, ich glaube, du machst dann das B zu früh wahrscheinlich. Wieder ein bisschen, musst ein bisschen warten, dass er sich gerade stabilisiert hat. Ja, weil es ist auch gar nicht so früh, man hat ein bisschen Zeit, bevor man den Kiri-Konter machen muss. Nein, das schade. Denn nicht. Ist egal, ich schärfe gleich wieder auf, finish ihn und dann hast du wieder Leben und einen Aufwärtssteigen. Nein, aber die falsche von zwei Varianten. Schade. Das Gute ist, man verliert ja nicht viel. Nein, wir sind gerade erst angekommen. Außer Lebenszeit. Wir kommen nochmal kurz, wir kommen nochmal neu rein. Street Cred und eure Lebenszeit und. Meinst du, bist du der Street Schufa schon voll angeschwärzt? Das möchte ich ändern, möchte ich nicht drüber sprechen. Wenn jemals jemand meine Street Cred bei der Street Schufa anfragt, dann. Das ist ja so geil, wenn das auch so, wenn man irgendwo einziehen möchte, dann auf deine Street Cred belegen müsste. Und wenn so ein Infiltrator einziehen möchte. Ich verstehe es nicht ganz, was das Problem ist, aber ich glaube einfach. Was ist eigentlich dein Problem? Ich muss eigentlich nur zur Seite dodgen. Ich mache ich aber nie, weil ich immer denke, ich kann es einfach blocken und dann habe ich weniger Hassel, aber... Das ist es. Deine Kraft. So, genau so. Und dann rüber und drunter und rechts und links und doch auch nochmal. Ich verstehe es nicht. Er macht es immer. Ja. Es ist immer diese, ich drücke die Taste und er macht diesen Dash nach vorne. Komisch, ne? Kannst du aber nicht sagen. Was habe ich denn für Alternativen? Weil ich meine, wenn ich nach hinten dash, kriege ich trotzdem. Nee, wenn ich zur Seite dash, kriege ich trotzdem. Nach hinten müsste gehen. Einfach zweimal nach hinten und wirklich abhaust mindestens und zack. Kann ich mich irgendwie, muss ich mich vielleicht nochmal damit kurz stabilisieren? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das mal kurz. Vielleicht geht's. Die Situation ist für den Zuschauer schwer zu erfassen, tatsächlich, was da genau schief geht. Vielleicht ist es echt, wenn ich so zurücktaumel, dann kurz blocken, vielleicht sammelt er sich dann wieder so. Ach komm!
So fangen wir gar nicht erst an. Du darfst nicht denken, dass du dann, wenn er während der ausholt, musst du immer noch mal einen Sidestep machen, auch wenn du schon seitlich stehst, weil er das ja immer gleich umdreht. Ja, das ist es. Immer in Bewegung bleiben. Lieb selber wohl, du Spack. Macht er denn jetzt eigentlich, wenn ich hin bin? Haut er den Kuro kaputt? Er will den Kuro ja eigentlich eher irgendwie dazu zwingen, seine Kraft einzusetzen halt. Oder ihm zu geben. Also irgendwie erscheint mir der ganze Motiv nicht so ganz durchdacht. Der ist halt auch, der ist halt besessen. Das ist ja nie gut. Der denkt gar nicht mehr so klar. Kurz Angst. Da ist weggemobbt. Opa, Opa, Opa! Jawohl. Die erste Phase ist eigentlich easy. Seite weg. Nicht da rein. Okay. Haltung machen und schnell sein. Ja, die erste Fahrt auf jeden Fall die Ressourcen zu sparen. Okay. Ein bisschen was hat's gebracht. Das zu blocken am besten. Den zu parieren oder zu blocken, dass du halt nicht so viel Schaden kriegst. Wenn ich jetzt aufstehe, ist meine Haltung dann wieder ganz? Die Antwort lautet ja. Ja. Au, wo ist Knie geschossen? Wie kann der mit der einen Hand überhaupt so eine Wucht aufbauen? Das geht doch nicht. Kann er eigentlich gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Kiri-Counter. Nein, ich wollte nochmal heilen. Da war es schon wieder vorbei. Okay. Geht schnell manchmal. Aber die ersten zwei Nichiro und erste Phase sah ganz gut aus. Wir kämpfen uns da langsam. Boah, ich bin echt so froh, den PlayStation-Controller wieder in der Hand zu haben. Weil ich die letzten Tage viel auf der Switch gespielt habe. Das ist aber mal scheiße. Und ich merke halt, wenn ich die Switch im Handheld-Modus habe, mir schläft immer die ganze linke Hand ein. Ist auch irgendwie scheiße, so cool Switch auch alles ist und so. Aber ergonomisch ist halt voll die Kotze. Diese ganze Anordnung von den Buttons und das Pad. Das ist halt schon einfach scheiße, glaube ich, das Fachwort. Das geklappt. Ist halt nichts. Weil es halt einfach auch schwer nicht. Das war ungefähr der schlechteste. Weil es primäre eben nicht war, okay, das soll gut in der Hand liegen und ergonomisch sein, sondern das muss halt irgendwie an der Seite kleben und irgendwie anders funktionieren. Und ja, und deswegen ist es halt dann doch irgendwie so ein Kampf. Ja, das Blöde ist vor allem, es gibt halt auch irgendwie so Third-Party-Sachen,
die man sich dann dahin bappen kann, die dann eher halt so handgeformt sind, aber das ist dann meistens so Zeug, da fehlt dann irgendwie dieses 3D-Rumble oder halt so diese ganzen Features fehlen halt dann. Sehr gut. Das ist auch das, was sein Sohn immer macht, ne? Dass du so geil geblockt hast, dass wir den Bösen. Ja, das war cool, haben. Stimmt. Nein, an der falschen Seite vorbei. An der falschen Seite vorbei! Ja. Heil dich mal. Schade. Die ganze Heilung wird für den Arsch. Das ist aber wirklich ganz cool gemacht, dass man diesen Kampfstil wiedererkennt, ne? Ja, ja, das ist schon. Wenn ich heillaufe. Ja, das ist halt wirklich so. In so Varianten und Abstufungen. So ein bisschen wie bei Tekken immer, wo man das von den Mishimas auch immer erkannt hat. Ja, stimmt. So, und jetzt gehe ich. Und tschüss. Geh mal zum Speicher mal. Ja, ich geh kurz zum Checkpoint. Ey, Fucker! Was? Was? Das war's schon wieder? Das war aber knapp, du hast fast wieder einen Punkt aufgeladen gehabt. Du stirbst halt immer so schnell. Stirbt man nicht so schnell. Das ist halt echt das Mühsame, dieses. Klar, durch Wiederholung merkt man sich dann eben auch die Movesets und so, aber dieses nur so kurz in den nächsten Phasen immer überleben und dann, bis man da erst wieder hinkommt. Es muss halt einfach jetzt flawless spielen. Dann geht's einmal schnell und zwar mit der Vorteil der Ressourcen. Einfach richtig machen, Michi. Da fährt man irgendwann noch unter den perfekten Run. Und dann ist es geil. Fast, jetzt kann ich gucken. Ja, sehr gut. So. Sekiro. Also eigentlich weiß er auch gar nicht, was hier passiert ist, aber er hat anscheinend durch die ganze Zeit beim Nichiro rausgeguckt und weiß genau, wer Sekiro ist und so. So wie Krang bei der Turtle. Fredda. Ja, ist sauber hier. Stopp. Ja. Oh. Ja, das ist echt keine gute Idee, mal in diesem Abgrund zu kämpfen, ey. Wenn er diesen Quatsch macht, geh ruhig am Anfang ein bisschen von ihm weg, aber dann gucke wieder an den Block. Mhm. Damit es sich nicht so im Rücken beschreibt. Es zieht locker die Hälfte AP ab oder mehr. Wenn man vor allem in den Abgrund geprügelt wird. Vielleicht ist das auch irgendwie so mein. Ich führe Asche mein Unterbewusstsein, dass sich dagegen wehrt, dass das Spiel aufhört. Überhaupt nicht. Du willst, dass es aufhört. Nee, aber vielleicht. Also, vielleicht will mein. Er braucht es aber gar nicht. Weil. Wir machen auch ein anderes Blitzplay demnächst wieder mit. Nee. Das hat sich, glaube ich, überlebt, das bei uns beiden. So eine Vorstellung. Ja, Unterbewusstsein will es aber nicht. Das ist halt so ein Widerspruch. Kommt aus dieser toxischen Beziehung nicht raus. Hast du gedacht, ne? So, weg mit dem Spack. Ja. So, jetzt will ich aber hier weg. Kommt hier, Land innen, wir einwärts.
Wie zögerlich der ist. Der will, dass wir da am Abgrund spielen. Das wir haben die uns verboten. Das hat ein paar Mal gut geklappt, das merkt er sich schon. Ich bin kein Depp. Timing nicht so gut. Eher so mit. Heil dich mal zwischendurch. Shit. Fuck, ich bin weit genug drum rumgelaufen. Too cocky. Eigentlich ist es nicht so schwer, diese erste Phase. Kann man zumindest recht schnell abschließen. Ich führe Ashina zum Ruhm. Wir sind über ihn nur reingedodged. Ich hab ihn noch geklappt. Die fünf Sterben sehen hier. Oh, irgendwie hat's geklappt. Sag nichts. Flawless hier die erste Phase. Ich werd bescheuert. Kann das hinterher alles so zusammenschneiden, dass es aussieht, als wäre mir erst ein Versuch geschafft. So, wir müssen das Gegenteil beweisen. Was trinken, wenn es möglich wäre. Okay. Falsche Richtung. Oh, hat geklappt. Ganz schön flawless, oder? Das sieht alles sehr sauber aus. Das ist ja nochmal ein Abgrund. Die Abgründe wollt ihr eigentlich noch hier aufbauen. Ach komm! Doch, das ist immer. War schon in der anderen Postleitzahl, du Arsch. Alter. Warte, ist das ein Mikiri-Counter? Weil das kommt so komisch von der Seite nach oben. Ja, ich weiß nicht. Aber es ist am Ende dann schon aus. So ein Stoß. Ich trau mir da kein Urteil zu. Komisch aus, sag ich mal. Alter! Die Timings sind auch hart. Ich finde, die Timings sind echt nicht leicht. Man würde halt ganz gern jetzt ein paar Mal so die zweite Phase probieren und nicht mal wieder durchhampeln müssen. Ein Königreich für so ein Safe-Game-Emulator. Womit man dann, oder wie ist das früher, so Action-Replay, dass man Action selber so. Einfach so ein Snapshot machen kann. Ja. Das wäre was. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Nicht schlampig werden hier. Schlampig geworden. Sehr schlampig geworden. Also der typische
Ungeduld. Dieses Gegner nicht respektieren, weil man eigentlich im Kopf nicht sein müssen ist. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Das ist doch so ein Lebensfass, den man so richtig mitnehmen kann. Jetzt sind das die Gegner, die andere Sachen ersetzt, aber Gegner durch Aufgabe solche ersetzt. Ja? Und man lernt ja auch was für die Schule zum Beispiel oder so. Ja. Wenn ich ihn schon runterschmeiß, dann kann ja sein Opa nicht nur noch aus der Gruft da unten aus. Der so gesehen. Komm du doch. Muss man eigentlich echt mal ausprobieren, ob man den da runter cheesen kann. Schießbefehl. Nee. Oh, der knipst dich aus, ey. Holy shit. Das macht er immer. Das macht er immer. Der arge Kalera. Das macht er immer. Der auch immer. Wieso? Da stand ich noch so blöd gestunt und wollte eigentlich schon zur Seite. Benommen. Ich glaube, wir machen eine kurze Pause. Ja. Und dann kannst du noch mit ruhigeren Fingern da an den Boss gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.